Aber ich bin nicht ganz fertig mit dem Organisten. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Dieses Thema ist schwer. Und wissen Sie, als Wissenschaftler kann ich oft ein bisschen kalt sein. Und das ist nicht gut. Könnten wir diesen Vers noch einmal singen, Vers 4, wenn Sie mit der Orgel wieder fertig werden können? Vers 4, wer überwindet, freue sich. Das ist die Zeit zum Überwinden. Wer überwindet, freut sich. Wer überwindet, freut sich. Wer überwindet, freut sich. Er soll mein Erbe sein und wir sollen sein Erbe sein. Können wir das singen? Und dann gehe ich an das Thema ran. Vielen herzlichen Dank. 4, 350. Vielen herzlichen Dank. Nun, das Thema heute Abend ist also Leid. Warum lässt Gott es zu? Und wir tragen alle unser Päckel, nicht wahr? Ich glaube, dass jeder hier heute Abend betroffen ist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn man zurückguckt, was alles geschehen ist, kann man nur staunen, dass Gott uns hindurchgebracht hat. Ich lese Ihnen zwei Worte vor zu dem Thema. Römer 8, 18, wo Paulus schreibt, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, hören Sie zu, die an den anderen geoffenbart werden sollen. Falsch? Richtig. Die an uns, richtig. Die an uns, das heißt an Ihnen und an mir. Und da bringt Paulus das Leiden in Kopplung mit Herrlichkeit. Er sagt sehr klar, dass das Leid von Gott erlaubt wird, dass wir fähig werden, die Herrlichkeit zu tragen, dass wir Erbe Gottes werden. Die beiden werden immer zusammen gekoppelt. Nachdem Jesus gelitten hat und durch das, was er litt, gehorsam gelernt hat, ging er in seine Herrlichkeit ein. Leid mit Jesus. Und deshalb leid mit uns, denn der Bruder ist nicht über den Meister. Nun, wenn das nötig war für Jesus, der vollkommen war, obwohl er als Sohn Gottes vollkommen war, doch lernte er Gehorsam durch das, was er litt. Sehr tiefe Wahrheiten dort, die sehr schwer zu verdauen sind. Und ich will das tun heute Abend, so gut ich kann. Das zweite Wort ist 2. Korinther 5, 17 bis 21. Und es ist ein bekanntes Wort. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Und wenn man in Christus ist, wird man leiden. Denn wenn man in Christus ist, muss man durch Leiden hindurchgehen. Die Schrift sagt das durch das ganze Neue Testament hindurch. Wenn das der Fall ist, dann sind wir in Christus ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Nun, liebe Freunde, bedenken Sie, dass wenn Sie Probleme haben mit Leid,
dass das wissenschaftlich gesehen eine Folge hat. Wenn ich viele Probleme habe, ich muss ein Buch schreiben und in einer bestimmten Zeit muss ich das AIDS-Buch tun. Und da muss man sehr viel arbeiten. Aber wissen Sie, wenn ich sehr viel arbeite, schlafe ich ein. Geht es Ihnen auch so? Und dann habe ich keine Probleme mehr. Kann sein, dass ich ab und zu Albträume bekomme, nicht wahr? Aber denke allerlei dummes Zeug im Kopf, in den Träumen. Aber im Allgemeinen, der Schlaf löst das Problem. Wenn Sie kein Problem mit Leid haben, sind Sie in einem Koma. Sie schlafen. Okay? Probleme lösen, auch in Bezug auf Leid, sind ein Zeichen, dass Sie wach sind. Deshalb sagt die Heilige Schrift, freut euch, wenn allerlei Leiden über euch kommen. Das heißt nicht, weil das wissenschaftlich beweist, dass sie wach sind, aber es bedeutet das auch. Also, wenn sie verzweifelt sind, bis zum Letzten über das, was unverschuldet über sie gekommen ist, dann danken sie Gott, dass sie das Bewusstsein haben, zu wissen, dass das Leitproblem gelöst werden muss. Und Gott weckt uns oft auf, geistlich gesehen, durch Leid. Ich wäre nie zu Christus gekommen, wenn ich als junger Student nicht viele, viele, viele Probleme gehabt hätte. Und die Probleme haben mich aufgeweckt, und da schickte ich mich an, sie mit Hilfe Gottes zu lösen. Also das ist das Erste, was ich sagen muss. Es ist zum Danken, dass das Leid uns weckt und uns die Gewissheit gibt, dass diese Probleme zu Herrlichkeit führen. Denn Leid und Herrlichkeit, wie ich sagte, sind gekoppelt. Nun, in dreiviertel Stunde, kann sein, dass es ein bisschen länger geht, ein paar Minuten länger geht, habt die Gewohnheiten, dann sehe ich die ängstlichen Augen meiner geliebten Frau da sitzen in der Ecke und sie macht die Augen zu und fängt an zu beten. Und dann weiß ich, dass die Uhr zu schnell vorwärts geschritten ist und ich es gemerkt habe, ich habe es verschlafen, nicht wahr, weil die Automatik da oben weiter funktionierte. Nun, wenn Sie weitere Probleme haben und ich nicht alles sagen kann in einer Stunde, ich habe zwei Bücher geschrieben über dieses Problem. Das erste ist, warum lässt Gott es zu? Es ist ein kleines Buch und ist vergriffen. Und deshalb haben wir unsere Koffer voll gemacht und sie hergeschleppt in dem Zug. Sie können, einige haben dort auf dem Tisch. Warum lässt Gott es zu? So 80, 90 Seiten und jeder kann es lesen. Wenn Sie aber eine Dissertation haben wollen, also einen Doktortitel über das Leid haben wollen, dann ist das andere Buch da, viel ausführlicher mit all den Referenzen da, ist das ein Gott der Liebe. Nun, mein Verleger, der gute Friedrich Hensler, hat das Buch 3 Jahre vergriffen sein lassen. Aber jetzt hat er mir feierlich versprochen, dass das Buch schleunigst wieder rauskommt, weil die Nachfrage sehr groß ist. Die beiden Bücher sind da, meine sehr lieben Damen und Herren, für die, die näher wissen wollen. Nun, Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind sehr groß. Jemand sagte zu mir, es war mein Professor der physikalischen Chemie an der Universität. Er war ein Atheist und ein militanter Atheist. Und er sagte, Walter Smith, ich will nichts mehr von Ihnen hören, über was Sie glauben. Ich weiß, dass es keinen Gott gibt. Und ich sagte, ja, warum wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Er sagt, die Welt ist so schlimm, dass ein guter Gott das Böse nicht gemacht haben kann. Es ist so schlimm. Wissen Sie das denn nicht? Ich sagte, ja, was für eine positive These, Postulat, ein positives
Postulat haben sie für dann die Herstellung, die Schöpfung der Welt. Er sagte, Zufall hat alles gemacht. Ich sagte, ja, wirklich? Warum sagen Sie das? Er war ein äußerst intelligenter Mann. Er sagte, wissen Sie, ich rede nicht gern mit Studenten über diese Sachen. Und das merkte man ihn einmal an, er war sehr bitter und sarkastisch. Er sagte, ich hatte einen ältesten Sohn. Und er guckte mich an mit seinen blauen Augen. Er sagte, ich hatte einen ältesten Sohn und einen einzigen Sohn. Er war das einzige Kind, das wir hatten. Und ich habe ihn zur Ausbildung nach Amerika geschickt. Und er lief eines Abends über Boston Common, das ich sehr gut kenne. Und jemand hat gespielt mit einem Gewehr, ein Bub von 18, 19 Jahren. Und hat gedacht, wie lustig es wäre zu sehen, ob er ihn abknallen könnte. Und zielte sein Gewehr auf alle Leute, die vorbei gingen, und traf meinen Sohn. Und er starb. Nun, das ist der Beweis dafür, dass Leben und Tod in den Händen von Zufall sind. Und er sagt, wenn man das mikrobiologisch untersucht, findet man genau das Gleiche, dass Zufall es gemacht hat. Nun lasst uns ein bisschen näher an dieses Problem herangehen. Vor einigen Jahren erschien in einer Schülerzeitung hier in Bremen von dem Gerhard-Wolf-Gymnasium folgende Todesanzeige, die nachgedruckt wurde in der Zeitschrift Der Spiegel. Sie kennen Spiegel, nicht wahr? Und diese Todesanzeige aus der Schülerzeitung hier in Bremen kam über ganz Deutschland durch diese Zeitschrift Der Spiegel. Und hier ist die Todesanzeige. Und hier ist das Lebensbekenntnis dieses Professors, von dem ich gesprochen habe, der mit mir sprach an jenen Tagen. Ich lese es Ihnen vor. Es war zur Zeit des Vietnamkrieges, aber gilt genauso für heute. Wie wir hören, hält der Krieg in Vietnam mit unverminderter Härte an. Heute könnte man sagen, Iran-Irak, nicht wahr? Das ist der blutigste Krieg moderner Zeiten. Oder Sie können sagen Afghanistan, wenn Sie wollen. Oder Sie können sagen Nicaragua. Oder Sie können Angola sagen. Oder Südafrika. Oder Irland. Allgleich. Diese Kriege halten an. Fallen Napalmbomben auf die Zivilbevölkerung? Wird Hitler-Anhänger Key weiter von den Amerikanern unterstützt, sterben täglich mehr Soldaten, das stimmt. Wie wir lesen, verhungern immer noch mehr Menschen in Indien, China und Algerien. Heute sind es Sudan und Äthiopien, Eritrea und all diese Länder, die verhungern. Und verfault in westlichen Getreidesilos der Weizen. Heute könnte man sagen, die Seen von Milch und die Berge von Butter und die Tonnen von Fleisch. Ihre Butter verkauft man nach Russland, wo man nicht weiß wohin, für 20 Pfennige das Kilo, um die Rote Armee und die armen Russen zu unterstützen. Wir haben so viel, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, und viele Leute sterben vor Hunger in diesen Ländern. Dann sagten sie, sie sammeln zur gleichen Zeit sammeln Kirchgemeinden für einen neuen Anstrich ihres Friedhofszaunes. Wie wir sehen, werden im Reich Gottes immer mehr Menschen gefoltert, ermordet, vergewaltigt, lässt man sie verhungern, ersticken, verbrennen. Heute sagt man, lässt man sie mit der Necklace behandeln. Sie wissen, was ein Necklace ist, nicht wahr? In Südafrika. Man nimmt das Opfer, Neger,
man hängt ihm einen Autoreifen um den Hals, dann gießt man Benzin drüber und dann schmeißt man ein Streichholz rein und so wird das Opfer lebendig verbrannt. Oh, sie haben Hunderte so gemacht in Südafrika, heute unter sich, die streitenden Neger, die das, Schwarzen, die das tun. Also verbrennen, mit der Nexlas behandeln, wie sie sagen dort. Wie wir meinen, zwingt sich jedem, der redlich denkt, eine Folgerung auf. Der Gott, der einst alles so herrlich regierte, den meine Seele lobte, der mich auf grüner Aue führte, ist abwesend, krank, verreist, tot. Einen Gott, der alles aufs Beste bestellte, in Auschwitz, im Warschauer Ghetto, in Vietnam und im New Yorker Negerviertel, gibt es nicht mehr. Dieser Gott hat seine Arbeit nie erledigt. Seine Stelle als Gott ist offen. Er muss von uns vertreten werden. Die Zukunft ist offen. In stiller Trauer, gezeichnet Ingbert Lindemann, Student der Theologie, Hermann Rademann und Wilfried Kuhlmann. Alle Leute von Bremen sind sie gewesen damals. Ich hörte von einem Pfarrer, dass der eine von diesen drei Selbstmord beging, der andere, seine Familie ging auseinander, der ist geschieden und lebt in großem Elend. Das ist das erste Beispiel, das ich Ihnen geben wollte und Ihnen zeigen, wie die Leute denken. Nun, ich kannte einen jungen Missionar und er hieß Green, er war ein Engländer. Und er hat sich bekehrt zu dem Herrn Jesus Christus, ist Christ geworden und er ging als Missionar nach Bangladesch vor einigen Jahren, zur Zeit dieser Überflutungen dort und der Hungersnot in Bangladesch. Und eines Tages bekomme ich einen Brief von ihm, und er schrieb mir: Lieber Herr Professor, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich habe einen Nervenzusammenbruch, und die Ärzte schicken mich jetzt nach Haus. Ich sitze hier in den Paddies, also in den Reisfeldern, die halb unter Wasser sind, und die Leute haben kein frisches Wasser zu trinken. Sie haben keine Decken und keine Betten und sie haben nichts zu essen und Cholera fegt durch diese Lager. Die Leute liegen um mich herum wie sterbende Fliegen, halb ersoffen von dem Wasser. Und ich muss Ihnen sagen, dass Christus sie lieb hat. Ich habe es probiert. Und das Ergebnis ist, ich kann mich nicht vereinbaren, innerlich in meinem Sinn, mit dem, was ich glaube und was ich hier sehe. Ein armer Mann, ein ganz frommer, lieber Kerl, ist überwältigt worden von der schrecklichen Not in der Welt um ihn herum als Missionar. Und er hat mich gebeten, ihm eine Stellung zu finden als Maurer. Wir haben ihm auch eine Stellung gefunden, dass er nur nicht mehr denken musste, über wie es ist. Er hat sich dann später erholt. Aber ich habe das nicht vergessen. Der dritte Fall, um zu sehen, damit Sie sehen, dass ich die Lage ein bisschen verstehe, dass ich kein hartes Herz habe auf diesem Gebiet. Ich war in der Krebsforschung im Middlesex Hospital in London und wir hatten nur Prostatakrebs und Brustkrebs, also die Männer und die Frauen. Und da habe ich die hormonale Behandlung kontrollieren müssen und bestimmen müssen mit chemischen Mitteln. Und wir hatten eine Frau dort,
Sie war ungefähr 25 Jahre alt und sie waren Primipara, wenn Sie wissen, was das ist, war das erste Kind. Sie war schwanger. Sie war im 6., 7. Monat. Und sie hatte an der linken Brust einen schrecklich fulminierenden Krebs. Also, Sie wissen, was fulminierend bedeutet. Das heißt, blitzend, also Donner, also es ging einfach rasend los wie ein Feuer. Nun, ich habe ihr die Hormone gegeben und sie behandelt jeden Tag. Es ging bergab mit der Frau. Sie war zwischen 6. und 7. Monaten. Und eines Tages sagt sie zu mir: Herr Doktor, wissen Sie, Ihre Worte helfen mir mehr als Ihre Medikamente. Und sie meinte das ganz ernst. Ihre Worte helfen mehr als die Medikamente. Ich sagte, wie meinen Sie das? Sie sagt, hören Sie, ich sterbe. Das geht rasend bei mir. Ich will nicht, dass mein Körper der Sarg wird meines Babys. Ich werde das Kind nicht gebären können. Ich werde nicht so lange am Leben bleiben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nun, wenn man so eine Frage bekommt von einem Patienten, muss man sich sehr vornehmen, dass man die Wahrheit sagt. Denn diese Leute wissen. Da habe ich gesagt, liebe Dame, wir haben große Angst um Sie. Ja gut, sagt sie, dann kann ich mit Ihnen reden. Ich sage, bitte tun Sie das. Ich sage, würden Sie zum Professor gehen und sagen, jetzt, wo das Kind, das Baby in mir, lebensfähig ist, dass ein Kaiserschnitt macht, dass es nicht mit mir stirbt. Ich sage, ja, Madame, wenn Sie das wünschen, mache ich das gern. So ging ich zu meinem Professor und sagte ihm, Herr Walter, Sie haben ja ganz recht, machen wir. Und das Glück, als das Kind durch Kaiserschnitt auf die Welt kam, gewaschen wurde und der sterbenden Mutter in die Arme gelegt wurde und ihr Glück, wie sie kurz darauf starb, dass sie ihr Baby gehalten hatte. Ich sag Ihnen, es war kein trockenes Auge da in diesem Krankenzimmer. Aber wissen Sie, dann hatten wir mit dem jungen Vater zu tun nachher. Hier hat er ein Baby. Und die Mutter, die er liebte, oh, ihr Ehepaare, die Minute, die du verpasst, wo du nicht liebst, dein Ehepartner, wenn du diese Minute jetzt verpasst, wirst du sie nie wieder bekommen. Und er stand da in seiner Verzweiflung. Und da hat er gesagt zu mir, Doktor, wie soll ich das verstehen? Gibt es einen Gott, der verständig ist oder nicht? Ich war allein mit ihm. Und da sagte ich zu ihm, wissen Sie, ich kann Ihnen nur ein Wort geben. Denn es hat mich auch erschüttert. Ich kann Ihnen nur ein Wort geben, also geben Sie es mir. Ich sagte, die Heilige Schrift sagt, hernach wirst du verstehen und danken, aber jetzt nicht. Oh, sagt er, so glauben Sie, dass es doch einen Sinn hat, dass ich Gott danken werde nachher, obwohl ich es jetzt nicht verstehen kann. Ich sagte, so meine ich das, dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehen kann. Aber sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht tun? Ich glaube, dass der gerechte Richter auch in diesen Sachen, wo wir mit unserem beschränkten Verstand nicht verstehen können, weil wir nicht ewig sind, ich glaube, dass er doch zeigen wird am Ende der Zeit, dass selbst die Teufel ausbrechen werden. Mit dem Wort, er hat alle Dinge wohlgetan, trotz dieser schrecklichen Lage. Ich weiß, dass ich das nicht verstehen kann,
Aber das hat diesem Mann geholfen. Und das wollte ich Ihnen mitgeben, damit Sie verstehen, dass ich die Lage, wie sie ist, nicht einfach flach machen will, sondern dass wir sie richtig behandeln wollen. Nun, was soll man dazu sagen? Das ist die Lage. Und Sie dürfen nicht denken, dass ich diese Welt mit rosigen Brillen ansehe. Das tue ich nicht. Probiere nüchtern zu sein. Es gibt vier Lösungen, für die ich Zeit habe, mit Gottes Hilfe heute Abend. Vier Lösungen zu diesem Problem. Hören Sie zu. Die erste Lösung ist, dass, wie mein Professor mir sagte, dass alles durch Zufall geschehen ist. Und wenn alles durch Zufall geschehen ist und es keinen Gott gibt, der intelligent ist und der alle Dinge leitet, wenn alles durch Zufall geht, wenn alles durch Zufall kommt, dann gibt es nichts Böses und nichts Gutes. Haben Sie das? Zum Beispiel, wenn, wo wir sagen, dieses Dach einkracht, nicht wahr, und mir auf den Kopf fällt und mich tötet. Sie könnten nicht sagen, dass der Stein, der das tat, oder ein Stück von Beton, das das tat, böse ist. Oder gut, ist einfach ein Unfall, ein Zufall, und ich habe Pech gehabt. Okay? So würde man das angucken. Einfach zufällig. Wenn aber Sie den gleichen Stein nehmen und Sie sagen, oh, das Smith ist so böse, ich werde ihm das zeigen und Sie schmeißen mir den Stein an den Kopf, der mich tötet. Der gleiche Stein, der die gleiche Tat tut, bezeugt Bosheit. Bosheit, bösen Willen. Wenn es durch Zufall geschieht, ist es weder gut noch böse. Und deshalb sagte mir mein Professor, ich kann nicht glauben, dass diese Dinge, die geschehen sind, anders sind als zufällig, sonst müsste ich sagen, sie seien einfach böse und gut, und dann komme ich durcheinander. Denn wenn es einen allmächtigen Gott gibt, warum stoppt er nicht das Böse? Also es ist besser zu sagen, dass keine Ursache ist, dass ich einfach Pech habe, wenn ich dies, das oder jenes bekomme oder einen Unfall habe. Und dann sind all die Leute, die in Auschwitz umgekommen sind, die sind Leute, die zufälligerweise von Hitler erwischt worden sind und kann man nichts dafür. Also, das ist die atheistische Lösung. Man sagt von der atheistischen Lösung, dass sie die einzige Lösung ist, weil es so viel gibt, was unverständlich ist. Kann man sie aber annehmen? Kann man diese erste Lösung, dass es kein Gott gibt, alles geschieht durch Zufall, ich habe Pech gehabt und das ist es. Kann man das annehmen? Ich als Wissenschaftler kann es nicht. Denn sehen Sie, alles um mich herum schreit gegen den Zufall. Darwin, der gelehrt wird in all ihren Schulen als wissenschaftlich unwiderlegbar, ist widerlegt worden. Das weiß man. Wir wissen es von Informationstheorie her. Ich habe das jetzt in der Universität durchgenommen. Gestern habe ich es gemacht. Und wir hatten eine schöne Zeit mit diesen Leuten, die gar nicht so glauben wie ich, über dieses Thema. Wissen Sie, wie ich getan habe? Ich bin so einfach. Es liegt auf der Hand. Nicht wahr? Gucken Sie intelligent oder nicht? Jede Maschine, wie Paley sagte, ist ein Beweis dafür, dass Intelligenz von außen auf die Materie gearbeitet hat, um die Maschine zu machen. Denn Maschinen irgendwelcher Art entstehen nicht zufällig. Tun sie nicht. Man muss sie lenken und Lenkung verlangt Information und Intelligenz von außen. Ja, dann sagten die Materialisten, wie David Hume, die sagten, nee, der menschliche Körper ist keine Maschine. Deshalb brauchte es keine Lenkung von außen, keine Intelligenz.
dann kommen die modernen Biologen und sie beweisen, dass wir alle die kompliziertesten Maschinen, die die Geschichte je gesehen hat, nämlich eine Von-Neumann-Maschine. Wenn Sie interessiert sind über diese Beweisführung, für die man eine Stunde Zeit oder mehr braucht, holen Sie sich zu Weihnachten ein kleines Büchlein. Und es heißt Geistesblitze. Und da haben Sie in dieses Büchlein alle meine Geistesblitze für 6 Monate in konzentrierter Form auf weißem Papier in schwarzer Tinte. Und da können Sie das. Sie können das sehen. Die wissenschaftlichen Beweise sind aber nicht für die, die schlafen. Und nicht für die Faulpilze, die nicht arbeiten, sondern für die, die laufen und lesen. Holen Sie es, es heißt Geistesblitze. Jemand kam zu mir gestern Abend und hat gesagt, sagen Sie mir, hat Lao Shi Wong, hat er wirklich gelebt und all diese Dinge geschehen? Ich sagte, Sie müssen selber noch einmal lesen und gucken. Und er tut es mit großer Freude. Diese atheistische Lösung, dass alles durch Zufall geschehen ist nach Darwin, ist längst passé. Durch die Informationstheorie und durch diese Dinge, die ich Ihnen gesagt habe. Das ist Lösung Nummer 1. Nicht tragbar. Kann man nicht. Ja, gut. Haben wir was Besseres. Lösung Nummer 2 ist, dass ich weiß, dass es einen Gott gibt. Ich sehe das. Ich kann so viel nicht erklären ohne ihn. Aber es gibt so viele Widersprüche da, in dem, was ich sehe, dass ich sagen muss, wenn es einen Gott gibt, und wahrscheinlich gibt es einen, sagen die Leute, die an das Zweite glauben, dass er unverständlich ist. Gott ist ein Gott in der Ferne und er macht das Gute und das Böse. Nun, wenn Gott das Böse macht und das Gute, dann rechtfertige ich das Böse, denn er hat es gemacht. Es ist seine Schöpfung, das Böse. Sagen die Araber, wissen Sie, sagen die Leute von den Muslimen, die ich sehr lieb habe. Ich habe mit denen gearbeitet 2 Jahre in der Türkei, ich kenne sie. Und als ich das sagte, woher das Böse kommt, sie sagen, Allah hat alles gemacht. Ich sage nichts gegen Allah, es sind sehr fromme Leute, die an Allah glauben. Glauben Sie nur nicht, dass ich böse bin auf dem Gebiet. Das bin ich gar nicht. Rand um Gebiet schon, aber da nicht. Sie sagen, wenn es nötig ist, würde Allah mich irreführen. Nun, ich sage, meinen Sie, wenn er mich irreführt, dass er mir nicht die Wahrheit sagt, muss sehr geputzsam sagen. Und wenn Sie überlegen, sagen Sie eigentlich, weil er allmächtig ist und es Lüge gibt, letzten Endes, ja. Nun, wenn man das tut, dann natürlich darf ich auch lügen. Ich bin in Gottes Ebenbildlichkeit, würden Sie auch sagen. Und wenn Gott, sehen Sie, wo wir gelandet sind? Wir sind in einem hoffnungslosen Morast, wenn wir das sagen. Und wir müssen Menschen helfen, aus diesem Morast herauszukommen. Ich will sie nicht verurteilen. Es ist aber ein Denkfehler, so zu meinen, dass der vollkommene Gott unvollkommen ist, indem er die Unvollkommenheit die Lüge macht. Kann man nicht. Also diese Lösung kann ich auch nicht annehmen. Verstehen Sie mich? Ein ganz großes Problem. Also die dritte Lösung ist diese. Passen Sie auf. Lesen Sie noch mehr in diesem kleinen Buch, das ich hier erwähnt habe. Wenn Sie noch Hunger haben. Die dritte Lösung ist die. Ich sehe ein, dass es einen Schöpfer geben muss. Denn es gibt die Schöpfung. Nun, Schöpfungen ohne Schöpfer gibt es nicht. Also ich sehe ein, dass es einen Schöpfer gibt. Aber ich sehe ein, auch, dass der Schöpfer nichts tut. Er hat seine Schöpfung aufgezogen, lässt die Schöpfung laufen und mischt sich nicht mehr ein. Nun, ein Mensch, der das tut, nennt sich ein Deist, einen Deist, Deist. Die Theisten sind die, die glauben, dass der Gott lebendig ist.
Und ein D ist jemand, der glaubt, dass Gott die Schöpfung gemacht hat und dann sagt, adieu, lauft weiter bis zum Ende, nicht wahr? Die Deisten, Bischof Pike war so einer, der glaubte an dass Gott ist tot, an die Gott ist tot Position. Nun, was sagen wir dazu? Oft sieht es so aus, nicht wahr? Gucken Sie mal, diese AIDS-Seuche, die wir haben, sieht aus, als ob Gott das Universum und die Menschen aufgezogen hat und jetzt machen sie sich kaputt und er tut nichts. Warum kann ich das nicht halten? Offenbar, für einen Wissenschaftler hat Gott die Welt gemacht, hat die Information geliefert. Aber dann die Frage ist die, wie erhält er die Schöpfung, die er gemacht hat? Denn ich verstehe nicht, warum die Atome mit den gegensätzlichen Ladungen nicht auseinanderfallen oder ineinanderfallen. Was erhält sie? Die Bibel sagt, dass Gott die ganze Schöpfung durch die Macht seiner Hand erhält. Nun, ich sehe, dass das Universum und die Schöpfung erhalten ist. Und ich weiß, dass ich das wissenschaftlich nicht erklären kann. Deshalb sage ich, Gott kann nicht tot sein, denn er erhält die materiellen, die andere Schöpfung. So kann ich die dritte Lösung, dass Gott tot ist, nicht akzeptieren. Gut, jetzt kommen wir zu der letzten Lösung. Hoffentlich sind Sie noch bei mir. Ich habe gesagt, dass es schwer ist. Aber wenn wir das haben, dann haben wir es, dann ist es nicht so schlimm. Aber man muss pflügen und tief pflügen am Anfang, dann hat man eine gute Ernte nachher. Das Schlimme bei uns, besonders in evangelikalen Kreisen, ist, dass sie so pflügen wie die Araber. Ich sage nichts gegen die Araber. Dass sie so pflügen wie die Araber. Sie gehen durch die Wüste mit so einem Stock, nicht wahr, und so ein Kamel vorneweg, und sie ritzen den Sand auf einen Zoll, und dann pflanzen sie etwas, und sie bekommen 5% dessen, was sie gepflanzt haben, das andere ist alles kaputt, weil sie nicht gepflügt haben. Man muss richtig pflügen. Wir nennen es im Englischen Bracken Plowing. Sie wissen, was Bracken ist. Bracken ist fahren. Und wenn man fahren wegflügen will, muss man so tief flügen, nicht wahr? Und das will ich tun heute Abend mit Ihnen. Aber es ist nicht schmerzhaft, wenn Sie aufpassen, gerade jetzt, dass das tun. Dann werden wir die Ernte haben. Gut, also die vierte Lösung ist die, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der sehr intelligent ist. Er ist der Logos, das ist das beste Wort. Aber all diese anderen Schwierigkeiten zwingen uns zu dem Schluss, dass dieser Gott sehr geduldig ist. Die zwingen uns zu dem Schluss, dass dieser Gott allmächtig ist. Gucken Sie mal, was er alles gemacht hat. Gucken Sie mal meine Gene an. 10 Jahre schwerste Arbeit für Hunderte von Wissenschaftlern, Tag und Nacht, $3,5 Billionen im Jahr, nur um zu lesen, die Intelligenz, die er gespeichert hat, auf einem DNA-System in ihrem Körper, in einer Zelle. Und das sind Billiarden von Zellen in ihrem Körper. Also allmächtig muss es sein. Aber dann komme ich zu dem Schluss, dass der allmächtige Gott nicht immer sich als allmächtiger Gott benimmt. Das heißt, dass er seine Allmacht einschränkt. Er ist allmächtig. Er sagt es auch, allmächtig. Wir sagen auch, allmächtiger Vater. Aber als Jesus, der Gott in menschlicher Form war, an dem Kreuz hing, da hat er gesagt zu seinen Jüngern, vorher hat er gesagt, glaubt ihr nicht, dass ich 12 Legionen Engel haben könnte? Also so gut wie Allmacht, nicht wahr, für so eine Situation. Um mich zu retten von dem Kreuz. Warum hat er es nicht getan? Weil dann
wenn er seine Allmacht ausgeübt hätte und er runtergekommen wäre vom Kreuz, hätte der Teufel gewonnen. Denn der Preis der Sünde sollte nicht bezahlt worden wäre und die Erlösung von Ihnen und von mir nicht vollzogen gewesen wäre. Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass wenn die Heilige Schrift sagt, dass Gott geduldig ist, ein Gott aller Geduld, dass er wie ein Mensch ist, der seine Allmacht einschränken kann und beschränken kann. Jesus am Kreuz sagte das. Ich könnte diese Macht haben und ich tue es nicht. Geduld hängt sehr nah zusammen mit dem. Wenn ich geduldig bin, könnte ich mancherlei, bin selten geduldig, aber wenn ich geduldig bin, könnte ich mancherlei tun, nicht wahr? Allerlei wäre mir offen, aber ich tue es nicht. Ich schränke meine Macht ein, hab nicht viel, aber ich schränke ein im Dienst der Geduld. Und Gott aller Geduld, der Gott aller Geduld, ist der Gott, der bereit ist, zu verzichten auf seine Gottheit, seine Allmacht. Gott verzichtete auf sein Reich beim Vater, in der Form von Jesus, zu unseren Gunsten, weil er uns lieb hat. Er verzichtete. Und das Zeichen der Gottlosigkeit in unserem Zeitalter äußert sich dort am besten, wo man sieht, dass die Menschen nicht verzichten können. Sie können, ich rede von mir selbst, sie können nicht Nein zu sich selber sagen. Und deshalb können sie seine Jünger nicht sein. Und Jesus sagte Nein zu sich selber, verzichtete auf seine Vollmacht und erlöste mich, weil die Liebe ihn hieß, auf seine Vollmacht und Allmacht verzichten. Und so glaube ich, dass der Herr Jesus, Gott geoffenbart ist im Fleisch, dadurch, dass er als der Allmächtige schwach wurde wie ein Diener. Ich bin unter euch, sagte er, wie ein Diener. Und jeder, der ein Christ ist, der sich des Heils freut, soll sagen, das Heil ist mir gebracht worden, weil Jesus Nein zu sich selbst sagte. Und wenn ich Jesus ähnlich sein will, muss ich sagen, ich sagt Nein zu mir selber, ich verzichte. Nun, wenn Jesus das getan hat, dann ist er wirklich der Gott aller Geduld, der Gott, der am Kreuz hing und sich als mein Heiland zeigte. Deshalb ist eine sehr schlimme Sünde, ich rede für mich selber, meine natürliche Ungeduld. Ich bin von Natur sehr ungeduldig, liebe Freunde. Fragen Sie meine Frau. Sie wird es bestätigen. Sie weiß es. Aber wissen Sie, wenn ich Jesus ähnlicher werden will, muss ich geduldiger werden. Verstehen Sie? So ist das. Nun, was sollen wir dazu sagen zu all dem? Ich will es Ihnen jetzt ganz klar machen. Jetzt wird es leichter, wo wir aus der theologischen Seite herauskommen. Man sagt, aber hören Sie mal, dieser Gott, so weise und so geduldig, hat eine Welt gebaut, die eine Ruine ist. Mein Professor sagte zu mir, ich kann nicht glauben, dass Gott so eine Ruine wie unsere heutige Schöpfung, unsere heutige Gesellschaft gebaut hat. Ich kann das nicht glauben. Was sollen wir dann dazu sagen? Das Argument der Atheisten ist universell ein non sequitur, das was unlogisch ist. Mein Professor hat mir das beigebracht und ich habe es durchschaut im Laufe von einigen Jahren, aber es brauchte Zeit, um das zu tun. Liebe und Geduld
gehen zusammen. Man muss geduldig sein in der Liebe. Wenn Sie mit mir argumentieren wollen, bekommen Sie mich nachher in eine Ecke und ich gebe Ihnen Ihre Auskunft darüber. Aber es stimmt. Und die meisten, die lächeln, die wissen, dass das so stimmt. Wie ist es, dass ein Gott, der allmächtig ist, eine Schöpfung machte, die so fallen könnte? Denn offenbar war die Schöpfung am Anfang, wie Gott sie beschrieb, etwas besser als heute. Die Frage ist diese: Ist es möglich, uns so zu programmieren, dass wir lieben müssen und gehorsam sein müssen in Bezug auf die Gesetze Gottes? Ist es möglich, ich tue ich die Frage ein bisschen dümmer stellen, dann würden Sie vielleicht schneller sehen, was ich will. Ist es möglich, einen Roboter zu machen? Roboter, okay, in Ordnung, zu machen, der mich liebt. Um sagen, weibliche Roboter, wenn Sie wollen. Ist es möglich? Das Ding ist programmiert, nicht wahr? Von A bis Z. Ist ein Roboter. Baut Autos, wenn Sie wollen. Aber könnte eine Maschine, die begrenzte Freiheit hat, könnte man das vereinbaren mit Liebe? Um Liebe zu machen, um Liebe möglich zu machen, wäre besser, muss man die Freiheit einprogrammieren. Und wenn die Freiheit einprogrammiert ist, ist sie nicht programmiert. Denn da kommt sie aus dem Programm, wenn sie frei ist, nicht wahr? Okay? Kann man nicht. Und Gott hat gesagt, dass er uns in seine Ebenbildlich machen wollte, wie er lebt, so auch wir. Er hat keinen Grund, kein Programm, uns lieb zu haben, aber er liebt uns aus freien Stücken. Deshalb ist es Liebe. Wenn es programmiert wäre, wäre es Programm. Und ich liebe. Lasst uns das mal ein bisschen näher angucken. Die Frage ist die: Gott wollte Menschen machen in seiner Ebenbildlichkeit und Gott ist die Liebe. Die Liebe erfordert Freiheit zum Leben. Wenn Sie die Freiheit zum Leben wegnehmen, können Sie nicht leben. Nun, ich muss das Ihnen klar machen. Denn wissen Sie, ich weiß, dass die Atmosphäre, die aus Ihnen jetzt aufsteigt gegen das Dach der Kirche, zeigt, dass Sie das nicht ganz begriffen haben. Ich fühle, das ist sehr schwer zu begreifen. Aber ich weiß das. Ich muss Ihnen jetzt ein schweres Beispiel geben, um Ihnen zu sagen, dass es sei denn, dass man Freiheit zu lieben hat, kann man gar nicht leben. Es war ein Fall in dem Alten Testament von einem jungen Mann, der hieß Amnon. Und er war ein Königssohn, hübsch und fein. Und es war ein junges Mädchen da, eine Königstochter, und sie hieß Tamar. Und er verguckte sich in sie. Passiert, nicht wahr? Passiert immer noch. Er verguckte sich in sie und dabei hatte das so eine starke Wirkung auf ihn, dass er sein Essen vergaß. Und wurde immer dünner und dünner und dünner, bis man meinte, er habe Tuberkulose. Tuberkulose steht nicht in der Schrift, aber hatte so einen Schwund, nicht wahr? Da kommen, passiert auch heute, nicht wahr? Und er sagte nichts, aber seine Freunde haben gesehen, dass er immer weniger wurde. Und da kamen sie zu ihm und sagten: Amnon, warum hast du diesen Schwund? Und sie bekamen sich in eine Ecke und er sagte: Ja, es ist eigentlich Tamar. Und alle wussten, dass sie die Belle der Partei war, nicht wahr? Sie war ein hübsches Mädchen.
Und ach so, das erklärt es, du liebst sie. Ja, und ich möchte sie haben. Ja, sagen sie, dann reden wir mit David und er wird das schon arrangieren. Nee, sagt er, ich möchte das Mädchen allein haben. Kennen Sie das? Auch, sagte sein Freund, das kann auch arrangiert werden. Gut, wenn David kommt, du dich zu besuchen, weil du krank bist, sag's ihm, dass sie zu dir geschickt wird. Aber du musst ihr sagen, ihm sagen, sie muss kommen für dich kochen. Kennen Sie das? Und die sagten dem David, ja, der ist sehr krank und sein Appetit ist sehr schlecht. Hole das Mädchen, dann wird sein Appetit wiederkommen, lass sie für ihn kochen. Und sie kam, ahnungslos, und sie kochte für ihn. Und als sie für ihn gekocht hatte, sagte Amnon, schicke alle raus, alle. Und er schickte sie alle raus. Entschuldigen Sie, er hat sie vergewaltigt. Die Schrift gibt uns das Wort hier. Es heißt, in dem Augenblick, wo er ihr ihre Unschuld nahm, verwandelte sich seine glühende Liebe in einen noch glühenderen Hass. Er nahm ihr die Freiheit. Und er konnte sie nicht. Und er auch nicht. Und er tat sie aus seiner Wohnung mit Gewalt heraus. Und ein äußerst schrecklicher Zank entstand. Und das arme Mädchen blieb eine Witwe. So viel wir wissen, ihr Leben lang. Wenn man die Freiheit lässt, hätte das Mädchen sich überlegen können und sagen können, ja oder nein. Er nahm ihr die Freiheit zu sagen, ja oder nein, und tötete die Liebesmöglichkeit. Das ist ein ewiges Gesetz. Deshalb hat uns Gott so gemacht, dass wir die Freiheit haben, jeder hier, Sie, die Sie da sitzen, hat die Freiheit, wenn Sie das Werben des Heiligen Geistes hören, dass Sie sich dem Herrn Jesus übergeben sollen, weil er sich für Sie übergab und Sie zu Tode geliebt hat am Kreuz, um Sie zu retten von Ihrer Sünde. Jeder kann frei Ja oder Nein sagen. Christus starb für jeden Mann, jede Frau in dieser Kirche. Und jetzt erwartet er die Vervollkommnung seines Jahres zu uns durch ein Jahr von uns zu ihm, wie er ein Jahr von ihm zu uns gab. Das ist das Erste. Die Freiheit ist das Erste, was nötig ist in einem Gott der Liebe. Und deshalb ist Gott ein Gott der Freiheit. Er ist ein Gott der Freiheit. Und deshalb müssen alle rechtdenkenden Menschen auf Erden sie verabscheuen Tyrannei, sei es politisch oder sei es religiös. Ich verabscheue es auch. Und alle rechtdenkenden Menschen denken so. Wir sind gebaut für das. Es entspricht uns. Und wir beten für die Freiheit der Welt. Genau wie von Weizsäcker sagte, wie ich gestern sagte. So ist es. Wir müssen diese Freiheit haben. Und Tyrannei, dafür sind wir nicht gebaut. Weder politisch noch in religiösen Dingen noch sonst wo. Aber wenn das Werben des Geistes kommt, dann ist es eine andere Sache. Wir müssen dieses Thema zu Ende machen und dann sind wir beinahe fertig. Es war einmal ein Mann und er hieß Isaac. Und er konnte nicht die richtige Frau finden. Und er war schon 40 Jahre ungefähr alt. Und es waren allerlei Anwärterinnen in seiner Nähe, aber die waren heidnische Frauen, die eben eine Abscheu gewesen wäre für jeden rechtdenkenden Juden. Und der Vater hat gesagt, also schicke ihn
zu meinen Geschwistern nach Syrien, nach Haran, zu Laban, und versuch du, ob du eine Frau finden kannst. Aber wir schicken Eliezer von Damaskus, um das zu tun. Und sie haben gebetet, dass Eliezer das richtige Mädchen für den Herrn Isaac erfinden würde, nicht wahr? Denn ich möchte das nicht tun. Möchten Sie hingehen und einem anderen Mann eine Frau aussuchen? Das heißt, ich kann nicht für meine Kinder das tun, obwohl ich es gern täte, nicht wahr? Aber das würde ich nicht machen. Es ist wirklich sehr heikel. Das haben Sie ihn vorbereitet mit Gebet. Oh, hören Sie? Mit Gebet. Lesen des Gesetzes, alles möglich haben Sie getan. Und mit vielen Geschenken für die Kandidatin, nicht wahr? Und dann geht er die weite Reise, um ein Mädchen zu finden, das er nicht kennt, für seinen Herrn. Guck, liebe Leute, wenn ich so einen Diener hätte, das wäre fein. Aber Eliezer von Damaskus hat es getan. Und als er ankam, stand er bei dem Brunnen vor der Stadt Labans und sagte, oh Herr, nun was soll ich jetzt tun? Hier bin ich. Mach du es so, dass das Mädchen, das rauskommt, passen Sie auf, sind Sie mit mir? Das Mädchen, das rauskommt, wenn sie auf mich zukommt und ich sie frage, gib mir etwas zu trinken, denn in der Wüste hat man Durst und der Brunnen ist tief und man muss einen Eimer haben, um es rauszuholen. Wenn ich sie bitte, gib mir zu trinken, dass sie sagt, ja, ich gebe dir zu trinken und ich trinke deine Kamele. Und Sie wissen, dass Kamele sehr viel trinken, das wissen Sie nicht, wahr? Also eine richtige Arbeit, für die Kamele zu trinken. Damit war er sehr schlau. Er hat wissen wollen, ob das Mädchen dienstbereit ist. Wenn man fromm ist, muss man auch vernünftig sein. Und es hat keinen Sinn, eine Frau zu haben oder einen Mann zu haben, faul ist. Also sie kam raus und das erste Mädchen, das rauskommt, war da, und er geht auf sie zu, planmäßig, könntest du mir was zu trinken geben? Und sie sagt, ja, mein Herr, sie ließ das Ding herunter auf ihren Arm, gab ihm zu trinken, sie sagt, kann ich deine Kamele auch trinken? Und da stand er da und es heißt, er lobte Gott. Denn das war das Vlies, das er ausgestellt hat, zu wissen, ob das Mädchen sei. Dann fragte er, wer sie sei, und sie war die Tochter von dem Bruder seines Herrn. Da gehen Sie jetzt nach Hause, passen Sie auf, das ist sehr wichtig, hängt zusammen mit Gebetserhörung. Sie geht rein und holt ihren Bruder und Laban, sagt, er kommt rein, schnell rein und macht alles bereit. Und dann erzählt er alles, genau wie es war, das fließt, nicht wahr, das Mädchen hat das und das getan und so habe ich gebetet. Nun gib mir das Mädchen und lasst uns gehen. Nun, so kann man doch eine Ehe nicht arrangieren, nicht wahr, das ist ein bisschen zu schnell. Da darf man nicht mit der Tür ins Haus fallen und sehr fromme Leute fallen mit der Tür ins Haus, nicht wahr. Das darf man nicht. Wenn Sie sich freuen wollen über Weihnachten, über jemanden, der mit der Tür ins Haus fiel, lesen Sie Samuel Hebig. Er hat auch probiert, eine Frau zu bekommen mit solchen Methoden und es ist ihm misslungen. Nun, das nebenbei. Da sagte Laban, nee, das ist schon richtig. Gott ist in dieser Sache und er hat dich zu uns geführt. Das sehen wir ein. Aber noch eins ist wichtiger. So sagte Dina. Noch eins ist wichtig. Was denn? Wir müssen das Mädchen fragen. Ich würde auch denken, nicht wahr? Weil, auch wenn so jemand kommt mit Juwelen und Schmuck, mit allem, was man will, zeigt, dass das Willen. Ich bin immer zu ängstlich, wenn die Leute zu fromm sind, nicht wahr? Verstehen Sie, das war sehr fromm, was er alles erzählt hat. Da haben sie dann das Mädchen gefragt. Du hast gehört, wer dein Mann sein wird. Du hast seine Geschenke gesehen. Und die Geschenke waren Angeld des Geistes, des kommenden, des zukünftigen Mannes. Und sie überlegte sich und sie sagte, ja, ich will gehen. Dann war alles klar. Gott war in der Sache, wo freier Wille ist. Das ist, wo Gott ist.
Denn Gott ist ein Gott der Freiheit und deshalb ein Gott der Liebe. Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass sie frei ist, dass sie sich entscheiden kann. Und weil sie sich entscheiden kann, gab er uns die Möglichkeit zu lieben. Sie können nicht unter Zwang lieben. Das können sie nicht. Sie müssen sich das abmachen mit sich selbst in der Freiheit des Geistes und sagen, ich will die Basis von jeder Trauung. Ich will öffentlich. Und dann ist es möglich. Nun, Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass sie liebensfähig, liebefähig ist. Und deshalb ist sie frei. Und deshalb hat sie die Möglichkeit eines falschen Entscheides. Einer falschen Entscheidung. Die ist eingebaut, die Möglichkeit einer falschen Entscheidung in dem Wesen des Universums. Und das Wesen des Universums ist die Freiheit der Liebe und Geduld. Also Liebe und Geduld, all diese Dinge eingeschränkt, bedeutet, dass Gott seine Allmacht und wir unsere Macht einschränken können, Nein oder Ja sagen können zu uns selbst. So ist der Ursprung des Bösen, des Leides, ist immer eine Verkehrung des Wortes Gottes in uns. Des Willens Gottes in uns. Gott sagt, du sollst mich lieben, und wir ziehen es vor, ihn in unseren Gedanken nicht zu haben. Die Sache ist die, dass das Böse nicht erschaffen worden ist. Das Böse ist immer die Verbiegung des Guten. Das Böse ist immer das Negative des Positiven, das Gott gebaut hat. Niemand hat die Sünde gemacht. Wir haben die Sünde gemacht, indem wir das nicht tun, was Gott uns gesagt hat, aus freien Stücken zu tun. Es ist keine Sache, wie unser Leben Muslim denken, dass das Böse erschaffen worden ist. Ist es nicht. Das Wesen der Sünde ist die Verbiegung des Guten. Gott hat das Gute erfunden und wir haben das Böse daraus gemacht, indem wir es verbogen haben. Nun, dann kommen wir zurück zu unserem Argument, und dann bin ich zu Ende. Hören Sie mal zu. Mein Professor und sehr viele Atheisten sagen zu mir, hören Sie mal, das geht nicht. Sie sehen, wie die Schöpfung durcheinander ist. Sie sehen, dass zum Beispiel Krebs, sie sehen diese Krankheiten, sie sehen, wie die Menschen sterben. Sie sehen, wie Gesetzlosigkeit da ist. Warum hat Gott das so gemacht, dass die Schöpfung ruiniert ist? Ich gebe Ihnen dieses Beispiel, denn es ist leicht zu merken und weniger theologisch. Im Jahre 1938 bin ich zum ersten Mal nach Köln gekommen, als junger Schulbub. Und was ich gesehen habe, war, was mir Freude machte, den Dom in Köln. Okay? Stand da, bewunderte alles. Oh, gotisch, schöne Fenster, schöne Orgel, wunderbares Glas, nicht wahr? Alles herrlich. Und hat mich sehr beeindruckt. Nun, ich ging dann weg. Und es kam 1939, und es kam der Krieg, und es kamen die britischen und die amerikanischen Bomber. Und sie haben den Dom getroffen. Mehrmals. Mehr Bomben sind pro Quadratmeter auf Köln gefallen, als auf viele andere Städte. Und als ich dann gebeten wurde von der britischen Regierung, zu versuchen mit der Versöhnung in Deutschland, denn es war sehr viel Bitterkeit da nach dem Krieg, versteht man, hat man mich rübergefahren als Zivilist nach Köln in einem Militärwagen. Und da habe ich gesagt zu meinem Chauffeur, das möchte ich wieder nochmal angucken. Ich stand hier 1938 und habe das bewundert. Was sah ich? An den beiden Türmen riesige Mengen von Beton und Bausteinen mit Bomben, die schräg einschlugen, die
Hunderte von Tonnen ausgerissen haben durch die Gewalt dieser Explosionen. Die Fenster waren alle weg, der Boden war kaputt, die Orgel hat man vorher wahrscheinlich mitgenommen, aber so viel Trümmer. Man musste auf eigene Gefahr reingehen, war ständig, es rieselte nicht vor von Steinen und Staub. Nun, ich stand da und sah die Ruine. Darf ich Sie jetzt etwas fragen? Ich stehe da als strenger Wissenschaftler. Ja, meine Herren, was waren das für Architekten, die sowas, eine Ruine gebaut haben? So dumm kann man nicht sein, die Frau. So geht das nicht. Man sieht in den Wiesen der Ruine, dass es nicht gebaut wurde als Ruine. Man sieht das. Die schönen Strebepfeiler waren alle da, einige kaputt, einige waren da. Die Reste von den Fenstern und die Reste von den Stühlen und die Löcher im Boden zeigten ganz deutlich, dass der Boden einmal schön war, dass einmal schöne Fenster da waren. Aber niemand hätte jemals daran gedacht zu sagen, so haben die Architekten es geplant. Nun, wenn man die kaputte Schöpfung ansieht heute, ist sie sehr zu vergleichen mit dem Dom 1946 in Köln. Sie ist ruiniert. Aber wenn man sie anguckt, sagte mein Professor, so eine Ruine hat Gott gebaut. Das glaube ich nicht, das ist unmöglich. Ihr lieben Leute, wenn man die Ruine anguckt, sieht man, dass selbst die Krebszelle anders gebaut war am Anfang. Man sieht, dass einige Strebepfeiler fehlen, wenn ich so wütend darf. Das kann nicht sein. Schon wenn man eine Ruine anguckt, sieht man, dass es nicht eine Ruine ursprünglich war. Okay? Das sieht man. Die Tatsache, dass die Schöpfung eine Ruine ist, ist nur Beweis, dass sie nicht gebaut wurde, wie sie jetzt ist. Eine Ruine ist Beweis in sich selbst. Schon die Wände von damals, die alle aufgerissen waren, zeigt, dass sie gut gebaut waren. Wissen Sie, da war kein Stuckowerk drin und da war kein Schutten und Asche in den Wänden. Das war alles solide gebaut. Das habe ich genau geguckt. Und wenn man eine Zelle anguckt, selbst eine Krebszelle, sieht man, dass im Grunde genommen das Grundsystem sehr schön ist. Einiges fehlt. Und das ist, was es zu einer Ruine macht. Nun, jetzt kommt die springende Frage. Denken Sie nicht, dass ich sie nicht sehe. Ich sehe sie. Die Architekten des Kölner Doms, sie konnten nicht dafür, dass ihr Dom ruiniert wurde. Wie ist es, dass Gott, der den Dom der Schöpfung gebaut hat, nicht verhindert hat, dass seine Schöpfung ruiniert wird? Das ist die eigentliche Frage. Da haben wir die Lösung von diesem ganzen Problem. Die Lösung liegt in dem Wesen Gottes selber. Gott hat seine Schöpfung gebaut, aber hat seine Schöpfung gebaut, besonders die Menschen, die obendrauf sind an Organisation, dass sie Freiheit haben. Das Grundprinzip, das uns unterscheidet von allen anderen Wesen, ist die Freiheit des Willens und die Fähigkeit zu lieben. Gucken Sie sich die Menschen an, die Sie wirklich lieben. Gucken Sie ein Ehepaar an, das Sie 40 Jahre und mehr geliebt hat. Wirklich geliebt hat. Gucken Sie mal an, wie sie leben. Wir haben ein Ehepaar gehabt, uns gegenüber am Thunersee. Und sie waren alt, über 80. Und sie waren, wie wir nennen, Darby und John. Sie wissen, was das bedeutet. Sie waren absolut verbunden, immer zusammen. Und sie hatten Freude aneinander. Das waren die typisch alte Schweizer Frauen. Die waren typisch Oberländermann. Also entzückend zu sehen. Man geht rein und man freut sich an solchen Leuten. Eines Tages, nach dem Gottesdienst, Sonntagmorgen, kommt er nach Haus,
isst sein Mittagessen, setzt sich hin und ist tot. Die Frau am nächsten Tag, wie sie dabei waren, ihren Mann zu begraben, fertig zu machen, setzt sie sich hin und war tot. Die haben sich so geliebt, dass das Leben außerhalb dieser Liebe ihrer Tage waren. Und sie gingen zu ihrer Ruhe ein. Wissen Sie, diese geistige und geistliche Verbundenheit zwischen zwei Menschen, die sich lieb haben, ist direkt die göttliche Liebe. Und Gott hat diese Liebe als erste Eigenschaft gegeben, aber die bedingt Freiheit der Wahl. Man kann nicht lieben als Automaten. Man kann nicht lieben als Roboter. Geht nicht. Und Gott hat uns gemacht in seiner Ebenbildlichkeit, dass wir entscheiden können, ja oder nein, ich will Gott in meinen Gedanken haben oder ich will nicht. Wenn man will, seinen Gott in den Gedanken haben, das ist, wo die Liebe zu Gott wächst. Und wenn man sagt zu der Frau, ich will sie in meinen Gedanken haben, das ist, wo die Liebe zu ihr wächst. Und das ist die Haupteigenschaft dieses Universums. Der Grund, warum die Schöpfung gefallen ist, ist eingebaut. Gott gab uns die Freiheit, einen Entscheid zu machen, und wir haben den falschen Entscheid gemacht. Und wir haben das Gute zum Bösen gemacht. Was sollen wir tun? Gott hat uns immer noch die Zeit gegeben, die 70 Jahre, die wir vielleicht haben, um einfach diesen falschen Entscheid wieder gut zu machen. Zu sagen, Herr, der Sünde sollt ist der Tod. Ich sehe, dass es ohne dich und deine Liebe nicht geht. Bitte, ich möchte zurück. Du hast mich erlöst, du hast den Preis bezahlt. Bitte, darf ich umdenken? Und das Wesen des Lebens heute liegt in dem Wort. Metanoia heißt Buße oder Umdenken. Und wenn wir das tun, dann fangen wir an, den zu lieben, der uns zuerst geliebt hat. Der Weg des Leidens, den wir gehen in dieser Welt, die andere Wege geht, erlaubt Gott, lässt es zu, in seinem eigenen Dienst. Und er benutzt die Leiden, die davon kommen, dass die Welt gefallen ist, um uns zu heiligen in Gehorsam. Jesus lernte Gehorsam durch das, was er lebt, und das Ergebnis ist, dass Gott ihm das Erbteil des Universums gegeben hat. Und was er will, ist, dass alle Menschen in dieser Kirche heute Abend durch die Umentscheidung teilbekommen an dem Erbteil Gottes, was das ganze Universum ist. Gott will uns nicht nur erlösen für dieses Leben, er will uns erlösen, dass wir ewig regieren in Freude und in Gerechtigkeit mit ihm, wenn sein Reich kommt und Jesus zurückkommt. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an Ihnen allen und an mir geoffenbart werden soll. Und das ist meine Botschaft für Sie heute Abend. Ich kann es nicht leiden, wenn ein Zahnarzt sagt, lassen Sie mir meine neue Bohrmaschine ausprobieren an diesem guten Zahn, den Sie da oben haben, zu sehen, ob das Ding funktioniert. Lassen Sie das. Das macht sehr viel Schmerzen, aber ist sinnlos. Ich kann es nicht vertragen, den Schmerz und das Leid, wenn es sinnlos ist. Das kann ich nicht. Aber wenn ich weiß, dass Christus durch das Leiden mich zu Gehorsam erzieht und zu der Teilnahme an seinem Reich in der Ewigkeit sowie in der Zeit jetzt, dann hat es Sinn. Und der Mensch,
ist Logos, genau wie Gott Logos ist. Und deshalb gibt er uns diesen Segen für das Leiden, dass es gekoppelt ist mit dem ewigen Erbe in Jesus Christus. So danke ich Ihnen für Ihre Geduld mit mir heute Abend. Vielen Dank.